Bereit? Der Grundstein? Bist bereit? Willkommen auf meinem Grundstück für die Tageszeitung From the Future. Und das hättet ihr eigentlich gar nicht sehen dürfen. Unter diesem X liegt mein größtes Geheimnis. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber für die Pressefreiheit machen wir das jetzt. 3, 2, 1. Hallo Herr Bergmann, die Zeit ist gekommen. Deine erste Prüfung steht an. Willkommen im Spiel, Meritakus. Der Spielemeister. Spielemeister. Ich werde mich jetzt der ersten Aufgabe des Spielmeisters stellen. Herr Bergmann, Hut. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Nur der bußfertige Mann. Oh Gott. Um alle Zweifel auszuräumen, spreche ich es noch einmal aus. Herr Bergmann, Sie sind hiermit verhaftet, weil Sie unter sehr starkem Verdacht stehen, sich hinter dem Pseudonym Spielemacher zu verbergen. Wenn Sie hier die ganze Zeit irgendwelche Leute in die Zelle lassen, die mich umbringen wollen, das mache ich nicht mit. Wenn wir Sie jetzt festnehmen, bringen Sie in eine neue Zelle. Töte ihn. Dann ist das Herr hier. Töte ihn. Ist unsichtbar, aber dann kommt. Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen! Diese Narren. Willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Aber heute mit einem ganz besonderen Grund, denn ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass es morgen um 20 Uhr, also am Montag, dem 25.03. um 20 Uhr, den ersten von vermutlich mehreren Lebenstreams geben wird. Und bevor ich ein bisschen ins Detail gehe, kann ich euch jetzt schon verkünden, ich werde nicht alleine sein, sondern es werden noch ein paar süße Gestalten dabei sein. Hallo! 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 Oh no! Bleiben Sie stehen! Hallo, ich grüße euch. Ja, Michi und Dario und Takaishi werden mit dabei sein. Und was genau machen wir morgen? Wir werden uns einfach die komplette Leben-Playlist einmal richtig geil binge-watchen, Alter. Das wird der absolute Hammer. Wir haben ein bisschen was vorbereitet nebenbei noch, um auch nach einzelnen Folgen mal eine kurze Pause zu machen und dann vielleicht auch auf den Server zu gehen und nochmal das ein oder andere Geheimnis hier zu erforschen. Zum Beispiel haben wir gerade festgestellt, dass alle hier noch ihre Inventare haben. Vom ursprünglichen Server, Digga, Michi. Ja, 6 Schleimbälle, ganz schön. Schleimbälle, damals Diamantenwert gewesen, das ne? Stimmt. Und ich habe hier noch 4. Habt ihr jetzt schon Streit? Ich bin gar nicht sicher, ob ich dazwischen gehen soll. zum Beispiel hat Michi eben gerade schon festgestellt, ich musste ihn sofort aus seinem Haus rausholen, hat er festgestellt, dass es da noch, ich sag mal, die eine oder andere Falle gab. Nein! Oh Gott, die TNT ist ja aus. Ja, hey. Oh mein Gott. Ja, das ist mal hier. Was ist denn? Geheimgang. Oh Gott. Das ist das Secret, Leute. Komm mit. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der absolute Oberhammer. Aber das schauen wir uns erst morgen an, um 20 Uhr. Oder wenn ihr es eben heute seht, Montag, Leute, 20 Uhr auf twitch.tv/Bergmann. Link ist in der Videobeschreibung. Eventuell gibt es auch einen Restream hier auf YouTube. Da muss ich nochmal gucken, ob das technisch alles umsetzbar ist. Und dann, ja, gucken wir nicht nur die ganzen Folgen, sondern eben schauen auch auf dem Server vorbei. Ich habe wirklich ein paar Folgen mal ganz kurz reingeguckt. Ich habe es auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und immer wieder gab es Momente, wo ich gesagt habe, ey, Moment mal, das Buch, ist das noch an derselben Stelle? Und es gibt vor allem auch, ich habe das ganze Rohmaterial noch auf der Festplatte, habe ich auch gesehen, dass ich super viele Sachen rausgeschnitten habe. Vielleicht gucken wir auch in die mal an, in irgendwelche Szenerien, die ihr nie gesehen habt, die damals stattgefunden haben. Zum Beispiel war ich, habe ich Cookie mal besucht, im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung und wollte irgendwie einen Artikel über ihn schreiben, damit er irgendwie freikommt. Gut, hat nichts gebracht, aber naja. Und wurde es einfach rausgeschnitten. Genau, wurde es einfach rausgeschnitten. Und vielleicht gucken wir in sowas auch mal rein. Der Grund für das Ganze ist natürlich, ich habe es im letzten Video schon angekündigt,
dass die Fortsetzung von Leben und Desperado und der Insel jetzt momentan ansteht. Die wird dieses Jahr kommen und deswegen ist es vielleicht auch nicht verkehrt oder nicht schlecht, vielleicht für euch, wenn ihr auch nicht mehr so richtig in der Leben-Storyline drinsteckt, wenn ihr einfach vorbeischaut und unserem gemütlichen Abend beiwohnt, um nochmal so ein bisschen aufzufrischen, wie eigentlich alles anfing. Wie fing eigentlich alles an? Wie konnte eine Freundschaft entstehen zwischen diesem jungen Mann, der mich damals so hetzerisch geschlagen und mehrmals versucht hat, mich umzubringen? Wie konnte mit Michi und mir eine Freundschaft entstehen, nachdem er, als ich ihn damals für das A-Team angeheiert habe, nicht mehr als ein einziges Wort rausbekommen hat? Und Herr Verzögerung. Hey, ich war schüchtern. Wie konnte diese Freundschaft zerbrechen? Wie konnte diese Freundschaft zerbrechen? Durch zahlreiches Misstrauen. Ich weiß es ganz genau. Das und mehr erfahren wir dann in dem Livestream. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz großer Spaß. Und ich bin mir ziemlich sicher, Pepe wird auch noch das ein oder andere sprengen, wodurch wir vielleicht noch mehr Geheimnisse frei. Na klar. Schaufeln. Also, macht's gut, dann bis morgen um, danke, 20 Uhr. 20 Uhr. Und in der Videobeschreibung alle weiteren Links. Macht's gut, tschüss, euer Bergmann.